bin der Marco Sifferath, ich bin 38 Jahre alt. Ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin, habe noch eine Zusatzbezeichnung Notfallmedizin, fahre noch so nebenbei ein bisschen Notarzt. Ich bin Weiterbildungsassistent seit 01.01.2013 und der Einstieg als niedergelassener KV-Arzt ist seit 01.07.2015. Hat Ihnen das was gebracht jetzt, Abi? Prima. Mein Name ist Burkhard Zwerens. Ich bin niedergelassen in Prüm seit 1987 in wechselnden Gemeinschaftspraxen. Jetzt im Augenblick sehr glücklich in der Gemeinschaftspraxis mit meinem Kollegen Dr. Schier und seit einigen Wochen jetzt mit unserem neuen Kollegen Marco Sifferath arbeiten zu dürfen. So, guten Tag, Frau Mertens. Mein Name ist Josef Schier. Ich bin mittlerweile 51 Jahre alt, arbeite hier in der Gemeinschaftspraxis mit dem Dr. Zwerens seit 16 Jahren zusammen. Und vor 2 Jahren kam dann der Kollege Sifferath hinzu, der hier bei uns seine Assistententätigkeit beendet hat und mittlerweile als gleichberechtigter Partner bei uns in der Praxis eingestiegen ist. Die Arbeitsbelastung ist nicht gering. Also man redet hier schon von an normalen Arbeitstagen 11 bis 12 Stunden Tagen, aber man hat noch eine gewisse Freiheit, sich da mit den Kollegen zu organisieren und sich da Freiräume zu schaffen. Das haben wir bisher immer hier sehr gut hinbekommen, wenn jemand sowas brauchte. Das fand ich zum Beispiel als einen ganz positiven Aspekt auch in dieser Art zu arbeiten. Verhalte ich mich da richtig mit diesen Kollegen? Das ist schon absolut okay. Die Situation im Kreis Prüm ist so, dass im Augenblick noch 14 Ärztinnen und Ärzte arbeiten als Allgemeinärzte, als Hausärzte. Aber nicht alle von denen nehmen wirklich auch noch in dem regulären Umfang an der Versorgung teil. Wir wissen, dass also da in absehbarer Zeit viele, die jetzt 60 sind bzw. schon drüber sind, aufhören werden. Und wir sehen halt mit einiger Verzweiflung, dass sich keine Nachfolger finden. Wir glauben auch, dass wir in der Allgemeinmedizin dauerhaft nur dann in Strukturen, in Regionen wie in Prüm und Umgebung eine qualitativ gute Hausarztmedizin bieten können, wenn wir es schaffen, größere Gruppenpraxen aufzubauen. Ob das jetzt ein MVZ ist oder ob das wirklich eine Gruppenpraxis ist, das ist völlig egal. Aber wir glauben, dass wir ganz offen sein müssen für alle möglichen Arbeitszeitmodelle auch, die die Kolleginnen und Kollegen mitbringen. Und das schafft man halt mit je mehr Ärztinnen und Ärzten man zusammen ist, kann man es realisieren. In kleinen Praxen ist das ja schlechterdings möglich. Aber so sind wir auch offen jetzt für Kolleginnen beispielsweise, die sagen, ach, ich würde ganz gerne vielleicht einen Tag in der Woche arbeiten oder möchte in der Woche 10 Stunden arbeiten, was auch immer. Also wenn man mit mehreren ist, kann man so etwas realisieren. Das lässt sich dann in den ganzen Praxisablauf so einbetten, dass es sehr gut funktioniert für alle Beteiligten. Und das ist so die Idee, die uns dreien jetzt hier vorschwebt, dass wir versuchen wollen, so etwas aufzurichten. Ja, und damit zumindest die Chance wahren, dass es irgendwo in der Versorgung hier weitergeht. Bis dann. Ne? Bis dann. Ja. Schön. Ja, warum Niederlassung? Das ist eine gute Frage, weil mir die Arbeitsstruktur in einer Gemeinschaftspraxis eigentlich ganz gut gefallen hat. Also ich habe es mitbekommen, auch bei Bekannten und auch bei Verwandten, die eine Niederlassung in Einzelkämpferposition machen. Also da hatte ich mich dann bewusst von distanziert. Und dann ging es darum, welche Schwerpunkte setzt man sich, wofür interessiert man sich. Ich war dann habe 2 Jahre Innere gemacht, habe Anästhesie gemacht, habe Chirurgie gemacht, hätte mir in allen Bereichen vorstellen können, auch längerfristig zu arbeiten. Und irgendwie war aber noch kein so ein richtiges Herzding dabei. Irgendwie war man interessenmäßig relativ breit aufgestellt. Und da war die Allgemeinmedizin ja relativ naheliegend. Und die Allgemeinmedizin ist nun mal ein Fachgebiet im niedergelassenen Bereich. Und so kam das dann. Das hat sich quasi dann auch so entwickelt im Laufe der Zeit. Von
den Patienten wird es auch sehr geschätzt, dass mehrere Ärzte den gleichen Patienten auch kennen und das gewährleistet ist, dass irgendwo die Praxis doch die meiste Zeit des Jahres geöffnet ist, nicht durch längere Urlaubsphasen unterbrochen wird. Und die Patienten sehen es auch sehr gerne, dass jetzt jüngere Kollegen auch hier in die Praxis einsteigen, wie im Fall vom Kollegen Sifferath, der für ein weiteres Bestehen der Praxis auch irgendwo ein Garant schon ist. Niederlassung lohnt sich auf jeden Fall, weil es ein sehr befriedigender Beruf ist. Man bekommt auch positives Feedback zurück. Man hat abends das Gefühl, das war eine sinnvolle Arbeit, die ich heute geleistet habe. Und auch der langfristige Patientenkontakt gefällt mir sehr gut, weil man kann doch oft Dinge besser einschätzen, wenn man den Patienten schon lange kennt, wenn man die Vorgeschichte lange kennt. Auch oft gehe ich auch zu meinen Kollegen, die wirklich dann schon 20, 30 Jahre mit gewissen Problemen zu tun haben. Die können mir relativ schnell auch einen zielsicheren Tipp geben, in welche Richtung sich das alles bewegt, was man einfach so im Krankenhaus, weil es sehr kurzweilig ist, ist es manchmal einfach sehr schwierig, das dann in wenigen Minuten einzuschätzen und auch dieses immer wiederkehrende, es entwickeln sich ja auch, sage ich mal, eine Arzt-Patienten-Beziehung, die auch für beide Seiten bereichernd sein kann. Und das hat mir in der Arbeitsweise besser gefallen und dafür habe ich mich dafür entschieden. Wir sind sehr froh, dass wir Herrn Sifferath gefunden haben, weil er ein idealer Kollege ist, ein sehr guter Hausarzt ist und auch eine ideale Ergänzung unseres Teams darstellt.